Knapp 30 Jahre ist es her, dass Ford mit seinem Capri den deutschen und den englischen Markt eroberte. Ein Mustang für Europa sollte der Capri sein, ein Sportwagen für jeden erschwinglich. Und gleich dem amerikanischen Vorbild, so war auch der Ford Capri ein echter Massenerfolg. Über 1 Million Stück wurden gebaut, bevor das letzte Exemplar 1987 vom Band lief. Heute sieht man das viersitzige Coupé nur noch selten, aber umso enthusiastischer sind seine Fans. Das Auto stirbt aus. Ja, wir versuchen im Prinzip aus dem Original noch was zu machen, damit es auf der Straße ein Gucker ist. Hingucker sind sie auf jeden Fall, die Capris von Peter Behnke und Kumpel Michael Schamberg. Custom Cars, genauer gesagt Customs, das sind Autos, die von ihren Besitzern in einen einzigartigen Zustand versetzt wurden. Von außen sollte er ganz dezent sein, aber wenn man halt näher hinguckt. Dann fällt zum Beispiel auf, dass es eine solche Heckklappe bei Ford nie gegeben hat. Und darunter Soundsystem und Batterien mit vergoldeten Anschlussklemmen, eingefasst in brasilianische Edelhölzer. Classic Edition nennt Michael Schamberg seinen Traum-Capri. 5000 Arbeitsstunden, eine Menge Geld, viel Nerven und die Hilfe guter Freunde waren nötig, bis der Aufbau abgeschlossen war. Die Motorisierung der Capris reichte seinerzeit vom 1300er Vierzylinder mit 61 PS bis zum 2,8 Liter V6 mit 160 Pferdestärken. Den Classic Edition treibt ein 2,3 Liter V6 Zylinder mit 118 PS an. Dreck findet sich hier bestenfalls im Benzinfilter. Und so sauber wie der Motor, so klar ist die Antwort auf die Frage, warum? Weil man einfach Spaß daran hat, im Prinzip aus einem Haufen Schrott was Neues, Kreatives zu basteln, was zu bauen. 6 Jahre baute Peter Behnke an seinem gelben Mirage. Ein Capri, der auf den ersten Blick kaum als solcher zu erkennen ist. Top Chop nennt man in Custom-Kreisen eine heruntergezogene Dachlinie. Ein geringfügig verbesserter CW-Wert ist angenehmer Nebeneffekt. Denn eigentlich geht es beim Top Chop darum, ein anderes Design zu kreieren. Aus dem gleichen Grund wurden im Heck des Mirage runde Rückleuchten eingesetzt. Erraten, die Rückseite eines Opel GT wurde hier recycelt. Der absolute Knüller des Mirage sind allerdings seine Flügeltüren. Natürlich hat der Flügeltürer Capri den Segen des TÜV. Schließlich nutzt Peter Behnke seinen Mirage als Alltagsauto. Und der ist in Ausstattung und Design wahrlich exotischer als jeder Lamborghini Diablo oder Ferrari F50. Der Reiz ist im Prinzip, was zu haben, was keiner hat. Man baut es für sich, aber wenn man dann noch auf dem Treffen halt einen Preis gewinnt, halt einen Pokal, einen ersten Platz oder einen zweiten Platz oder einen dritten Platz, das ist letztendlich egal, aber es ist halt die Bestätigung der Arbeit und da freut man sich ganz tierisch drüber. Gebastelt und geschraubt wird im Winter. An den Sommerwochenenden geht's von Autoshow zu Autoshow. Michael Schamberg reist stilsicher im abgestimmten Wohnwagen-Klassiker. Und Peter Behnke, der setzt noch eins drauf mit dem kleinsten und schnellsten Sattelschlepper Schleswig-Holsteins. Basis Ford Capri. Was sonst? Ghost Train, Geisterzug, nennt sich das Gespann und die Inneneinrichtung des Aufliegers macht seinem Namen alle Ehre. Da kann man nur auch an noch so verregneten Wochenenden eines Gruselsommers eine gute Nacht wünschen.